Streifenpolizistin Nina Kruse musste mit ansehen, wie ihr Kollege Micha vor 2 Monaten niedergeschossen wurde. Seitdem reagiert sie bei Einsätzen über und heizt sich immer mehr Dienststunden auf. Sie ist nervlich so am Ende, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Anwalt Klaus Pinkerneil hat auf ihrer Dienststelle herausgefunden, dass Nina gar keine Überstunden gemacht hat. Was verheimlicht die 33-jährige Mutter? Der Jurist will darüber mit ihrem Kollegen Basti Schulz sprechen. Marius. Hi, was gibt's? Sorry, falls ich störe. Ich habe nur gehört, dass jetzt klar ist, dass Micha wohl nie wieder laufen kann. Und wollte nur schauen, wie es Nina geht. Nina ist nicht mehr da, leider. Aber Micha, nicht mehr laufen? Hat das was mit der Schießerei zu tun? Weißt du gar nicht, was passiert ist? Nein. Es war eine ziemlich üble Sache. Die beiden haben im Dienst ein Fahrzeug angehalten und kontrolliert, was viel zu schnell gefahren ist. Also eigentlich so wie immer Routinekontrolle. Aber der Typ hat eine Waffe gezogen und sofort auf Micha geschossen und ihn dabei am Rückgrat getroffen. Nina selber konnte nichts machen, außer in Deckung gehen. Aber Micha ist seitdem im Rollstuhl und der Täter läuft immer noch frei rum. Boah, das ist ja heftig. Ich komme dann morgen nochmal wieder. Ja, danke, Marius. Ey, so ein Dreckskerl. Entschuldigung. Sie wussten bis eben gar nicht, was passiert ist? Nein, Nina hat nie über den Fall gesprochen und Micha Pfeiler kenne ich gar nicht persönlich. Und der Chef sagte nur, dass er irgendwie einen Dienstunfall hatte. Der Mensch, die scheint ja gar nicht mit dem Vorfall umgehen zu können. Hat das Ganze überhaupt nicht verarbeitet. Puh, gibt's doch nicht. Sagen Sie, meinen Sie, dass Ihre angeblichen Überstunden vielleicht was mit der ganzen Sache zu tun haben könnten? Meinen Sie, dass sie auf eigene Faust ermittelt? Also anscheinend kenne ich Nina noch weniger, als ich eigentlich schon dachte. Aber vielleicht können wir ja hier irgendwas rausfinden. Was meinen Sie? Na, ich schau mal in den Akten. Anwalt Klaus Pinkerneil vermutet, dass Nina dem flüchtigen Täter auf der Spur ist. Und Basti findet tatsächlich die Akte. Vielleicht haben Sie recht. Das sind die Unterlagen der Ermittlung. Und das dürfte Nina eigentlich gar nicht haben. Das hat sie sich rauskopiert. Das sollte eigentlich bei der Kripo liegen. Aha. Das ist ja interessant. Gucken Sie mal, hier ist ein Phantombild von dem Täter. Angefertigt nach den Angaben von Frau Kruse und Herrn Pfeiler. Das ist ein Ding. Und das hier. Und wer ist Locke? Keine Ahnung, nie gehört. Klingt wie ein Spitzname. Hm. Wissen Sie was, bevor wir hier rumspekulieren? Ich ruf da mal eben an. Anwalt Klaus Pinkerneil hofft, dass der Informant Locke ihm über Ninas Aktivitäten Auskunft geben kann. Scheint keiner ranzugehen. Aber was meinen Sie? Halten Sie es für möglich, dass Frau Kruse vielleicht auf eigene Faust ermittelt in ihrem eigenen Fall? Ich meine, das würde ihre ganzen nächtlichen Einsätze erklären und zutrauen würde ich es ihr. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck gehabt, als ich mit ihr gesprochen habe, dass sie sich die Schuld an dem Vorfall gibt. Dass sie meint, sie ist verantwortlich für die Verletzung ihres Kollegen. Aber sie hatte doch keine Schuld. Sie konnte doch nichts ändern. Es wirft ihr auch keiner was vor, aber oftmals sind die Gefühle halt stärker als der Verstand. Und vielleicht will sie ihr Gewissen damit reinwaschen. Aber bevor wir jetzt hier lange rumrätseln, ich fahre gleich mal zur Frau Kruse ins Krankenhaus und frage sie direkt. Haben Sie was dagegen, wenn ich mitkomme? Nee, kommen Sie ruhig. Das will ich doch jetzt mal genauer wissen. Ach, Moment. Den nehmen wir mal mit. Sollte Frau Kruse wirklich privat ermitteln, ist das eine ganz enorme Belastung, psychisch und physisch. Da kann es möglicherweise auch wegen so einer Kinderwagengeschichte mal zu einer Überreaktion gekommen sein. Trotzdem, ich gehe weiter felsenfest von der Unschuld meiner Mandantin aus und werde für den Freispruch kämpfen. Anwalt Klaus Pinkerneil möchte klären, ob Nina undercover in ihrem eigenen Fall ermittelt. Als er und Basti eine halbe Stunde später das Krankenzimmer von Nina erreichen, fehlt von ihr jedoch jede Spur. Entschuldigung, wir suchen Frau Kruse. Haben Sie eine Ahnung, wo die ist? Ja, die suche ich auch. Also ich habe die ganze Station abgesucht, ich kann sie nirgendwo finden. Naja, weg kann sie ja wohl nicht sein. Ja doch, ich wollte sie abholen zum EKG, da war sie am Telefonieren. Es hörte sich wichtig an, dann bin ich noch mal rausgegangen. Und ein paar Minuten später war sie weg. Vielleicht hat sie irgendeine andere Schwester abgeholt oder vielleicht ist sie in der Cafeteria. Das kann nicht sein, ich habe ihr überall nachgesehen, ich habe sie ausrufen lassen. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Wollen Sie vielleicht mal versuchen anzurufen? Ich würde sagen, ich probiere sie mal auf dem Handy anzurufen. Kleinen Moment. So. Oh, nicht, dass sie irgendwo hilflos zusammengebrochen ist. Das hätten Sie ja gesehen, aber merkwürdig ist das schon. Es kann ja sein, dass sie irgendwo, ich weiß doch nicht, wo sie hingegangen ist. Ich verstehe das alles nicht. Aber was war denn das für ein Telefonat gewesen? Ich weiß es nicht. Also es hörte sich irgendwie wichtig. Man hört ja auch nicht hin. Ich bin ja gleich wieder rausgegangen. Ne? Deshalb, und, ach,
Ja, hi Till, hier ist Basti. Du sag mal, ist Nina zu Hause? Nein, wir sind nur gerade im Krankenhaus und die ist nicht auf ihrem Zimmer. Und ja, okay, hast uns weitergeholfen, ja? Vielen Dank. Tschüss. Und? Ich habe sie gerade versucht anzurufen, Handy geht sie nicht ran und zu Hause ist sie auch nicht. Ich habe gerade mit ihrem Mann gesprochen. Naja, vielleicht hat sie ja von der Diagnose von Herrn Pfeiler erfahren und ist gleich zu ihm gefahren. Das kann natürlich sein. Die beiden stehen sich ja sehr nah, ne? Aber ich wundere mich eigentlich, warum ihre Jacke noch hier hängt. Ach so? Das stimmt. Das sieht natürlich eher nach einem überhasteten Aufbruch aus. Trotzdem, dann sollten auf jeden Fall wir jetzt mal zu Herrn Pfeiler fahren. Wenn sie nicht bei ihm ist, dann mache ich mir langsam wirklich Sorgen. Weil nicht, dass ihr Verschwinden irgendwas mit ihren privaten Ermittlungen zu tun hat. Naja, wenn wir da mal richtig liegen, ne? Naja, das wird uns Herr Pfeiler dann sicher auch sagen können, wenn er da mal nicht selber mit drin steckt. Ja, ich würde sagen, ich rufe den Michael jetzt einfach mal an, besorge mir die Nummer vom Chef und dann frage ich ihn mal, ob er bereit wäre, sich mit uns zu treffen. Machen Sie das, aber schnell. Okay. Und wenn wir Ihre Patientin finden, dann geben wir Ihnen unten beim Empfang Bescheid. Das wäre nett, danke. Ich hoffe zwar, dass Frau Kruse bei Herrn Pfeiler ist, aber ehrlich gesagt bezweifle ich das. Man verschwindet nicht so ohne weiteres und vor allem ohne jemandem Bescheid zu geben aus dem Krankenhaus. Da muss irgendwas passiert sein. Anwalt Klaus Pinkerneil behält recht. Nina ist nicht bei ihrem Ex-Kollegen Micha Pfeiler. Gemeinsam mit Basti verabreden sie sich mit dem 35-jährigen Beamten und erhoffen sich Hinweise über Ninas Aufenthalt. Also letztens habe ich Nina noch gesehen, aber seit letzter Woche habe ich auch keinen Kontakt mehr. Verwundert mich auch ein bisschen, da wir eigentlich sonst oft telefonieren. Ich denke, sie wollte Abstand gewinnen. Ich habe da den Eindruck, da steckt was anderes dahinter. Sagen Sie, könnten Sie sich vorstellen, dass Frau Kruse eventuell auf eigene Faust ermitteln und rausfinden will, wer Ihnen das angetan hat? Oder stecken vielleicht Sie selber mit in den Ermittlungen drin? Also ich nicht. Nina könnte gut sein, dass ich auch selber nicht drauf gekommen bin. Sie ist ein bisschen sauer darüber, dass die Kollegen den Schützen noch nicht erwischt und eingebunkert haben. Willst du das nicht auch? Ja, natürlich. Und ich gehe auch mal davon aus, dass die Kollegen ihren Job gut machen. Ich denke mal, dass Nina alles auf eigene Faust in die Hand nimmt. Ich weiß es nicht. Naja, sie scheint sich da auch ziemlich reingesteigert zu haben. Sie hat sich nämlich ihre Akte kopiert. Und in der Akte haben wir das hier gefunden. Gucken Sie mal. Sagt Ihnen das vielleicht irgendwas? Natürlich, Locke. Es ist so ein Kleindealer irgendwo. Okay. Ja, ist aber eigentlich ein nicht so helles Köpfchen. Den haben wir öfter zu Ermittlungen zugezogen, der uns dabei hilft. Und das ist die Nummer von einer Telefonzelle. Da rufen wir immer an, wenn wir mit ihm sprechen, zu bestimmten Zeiten in der Woche. Also, weiß ich nicht. Kein Wunder, dass vorhin keiner rangegangen ist. Ne? Aber was hat Locke mit dem Fall zu tun? Na, gar nichts. Der Zettel, der wird ja nicht einfach so in der Akte drin gewesen sein. Wenn Sie sagen, dass es ein Informant von Ihnen war, dann könnte es doch ganz gut sein, dass Frau Kruse mit diesem Locke zusammenarbeitet, zusammen ermittelt. Können wir dann mit diesem Locke sprechen? Ich meine, Ihre Kollegin ist spurlos verschwunden. Nicht, dass ihr irgendwas passiert ist oder sie in Gefahr ist. Also Locke ist bei solchen Sachen wirklich vorsichtig. Da müsste ich definitiv mitkommen, weil mir vertraut er. Wir sollten es einfach probieren. Wir fahren dahin. Ja, okay, haben Sie Zeit? Logisch, ich will den Fall geklärt haben, ne? Ganz klar. Ja, super. Dann machen wir uns doch gleich mal auf den Weg. Bisher ist dieser dubiose Informant unser einziger Anhaltspunkt, um rauszufinden, wo Frau Kruse sein könnte oder wie weit sie mit ihren Ermittlungen gekommen ist. Wenn wir aber aus dem auch nichts rauskriegen, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als eine Vermisstenmeldung rauszugeben, eine Handyortung in die Wege zu leiten. Langsam kriege ich echt ein mulmiges Gefühl bei der ganzen Geschichte. Micha führt Basti und Anwalt Klaus Pinkerneil zu Locke. Sie hoffen, dass der Informant weiß, wo Nina sein könnte. Die 33-Jährige wird mittlerweile seit über 2 Stunden vermisst. Wenn sie wirklich Michas brutalem Täter auf der Spur ist, befindet sie sich in Lebensgefahr. Alter. Mann, Locke, alte Taus. Na, alle Typ bei dir? Boah, schreck mich doch nicht so, Mann. Hau rein. Wie geht denn Alter, hier? Mit wem kommst du denn hier alles an? Gut, das sind meine Kollegen, die wollen nur ein paar Fragen stellen. Pass auf. Mach dir mal keinen Kopf. Pass auf, Nina ist verschwunden. Wir glauben, dass sie hinter dem Typen her ist, der mir diese Scheiße angetan hat. Ne? Meine Kollegen wollen dir wirklich nur ein paar Fragen stellen. Digga, jetzt ehrlich mal, wer sagt mir, dass mich in irgendeine Falle reinreiten wollen oder irgendwas da krumm läuft? Es geht hier wirklich um Nina, okay? Pass auf, wir arbeiten noch jahrelang zusammen. Ich habe dir noch nie eine Scheiße geritten. Vertrau mir einfach, okay? Ja, ist okay. Basti, Herr Anwalt. Aber bitte ruhig, ja? Locke, ist der Anwalt.
Basti, mein Kollege, Ninas Kollege. Hallo, Henkernal. Basti, schön. Vielen Dank, dass Sie uns helfen wollen. Was wissen Sie denn über Nina, wo sie sein könnte? Also ich sag echt nur das Nötigste. Ich will mich ja nirgendwo reinreiten lassen oder so. Machen wir jetzt ein bisschen was locker, ne? Du weißt doch irgendwas. Raus damit, das ist wirklich lebensnotwendig jetzt. Nina ist verschwunden, ja? Ja, okay, also Nina war vor ein paar Wochen bei mir. Sie hatte mir von jemandem ein Phantombild gezeigt gehabt und meinte zu mir von wegen, ich sollte auf jeden Fall die Ohren und Augen offen halten und sobald ich den Kerl irgendwie sehe, sollte ich mich sofort, egal wann, bei ihr melden. Das Phantombild von dem Typen, der Herr Pfeiler niedergeschossen hat. Ja, richtig. Also soviel ich weiß auch, ist sie ja irgendwie durch alle Bars und alle Kneipen irgendwie durchgelaufen und hat das Bild irgendwie auch jedem gezeigt gehabt und ja, so viel, das war es eigentlich, also, dass man mich sagen kann. Locke, jetzt denk mal bitte nochmal richtig nach, ne? Irgendwelche wichtigen Details. Ja, okay, also ich habe den Typen heute auf dem Großmarkt gesehen gehabt und darauf auch gleich Nina angerufen. Heute? Wann war das denn? Heute am frühen Nachmittag, wenn wir mal. Ja, wann denn genau? Moment, kann ich Ihnen gleich ganz genau sagen. Locke, komm mal. Ja, das ist wirklich wichtig. Um 14.17 Uhr habe ich Sie angerufen heute Nachmittag. Das muss genau der Anruf gewesen sein, von dem die Krankenschwester berichtet hat. Können Sie Ihre Kollegen anrufen, dass die sofort das Handy von Nina orten? Ja, natürlich. Ich gehe gleich los. Wenn die mit dem Typen los ist, dann ist sie in Lebensgefahr. Wissen Sie sonst noch irgendwas? Wo die hin wollten? Also, wie gesagt, ich weiß nur was vom Großmarkt und ich habe ihn, wenn ich wirklich, ich mag Nina. Wenn ich irgendwas wüsste, ich würde ihn noch weiterhelfen, ich würde ihn auch mehr sagen, ich weiß wirklich nicht mehr. Ja, gut, okay, alles klar. Gut, vielen Dank erstmal. Wir müssen Frau Kruse so schnell es geht finden. Ich kann nur hoffen, dass bei ihrer Verfolgung nichts schief geht. Wenn sie nur einen Fehler macht, wird dieser Typ sie umbringen. Streifenpolizistin Nina Kruse hat tatsächlich nach dem Hinweis ihres Informanten den flüchtigen Täter aufgespürt. Seit 1,5 Stunden verfolgt sie den Mann. Sie will den Schützen zur Rede stellen und drückt bei ihrem Handy auf Aufnahme, um das Gespräch aufzuzeichnen. Doch plötzlich ist der Unbekannte verschwunden und Nina gerät in Lebensgefahr. Folgst du mich etwa? Bist du allein? Nein. Warum möchte ich dich umzingeln von Bullen? Ich weiß genau, wer du bist. Du hast meinen Kollegen in den Rollstuhl geschossen. Ganz schön vorlaut. Was wird das jetzt? Ein Racheverzug oder was? Ha? Dafür kriegst du lebenslänglich. Es war versuchter Mord. Sieht das jetzt was aus, ob ich Knast wandere? Nein, ihr hättet mich einfach nicht anhalten dürfen. Egal, gut gelabert. Komm mit. Warum hast du geschossen? Na, rate mal. Drogen? Wow, ich bin beeindruckt. Los, komm jetzt. Lass mich los. Komm jetzt. Mit deiner Fresse, du Bollenschwein. Komm jetzt, auf dich zu wehren. Hier, rein mit dir, komm. Ich geh da nicht rein. Nein. Sag dir rein. Nein. Was hast du vor? Auf dich zu wehren. Bitte lass mich gehen. Bitte lass mich gehen. Und lass mich hier raus. Mit Schlüffern wie dir habe ich was ganz Besonderes vor. Dir wird auch die Luft ausgehen, sage ich dir. Inzwischen hat die Polizei Ninas Handy geortet. Streifenpolizist Basti Schulz und Anwalt Klaus Pinkerneil suchen die Gegend ab. Doch von Nina fehlt jede Spur. Basti hat kein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, mir ist nicht wohl bei der Sache. Wir wissen nichts von dem Typen. Außer in etwa, wie er aussieht. Und es muss irgendwas passiert sein. So. Moment mal, was ist denn das da hinten? Kommen Sie mal. Ist das nicht das Handy von Frau Kruse? Das ist das Handy. Eindeutig, ja. Da ist doch die Sprachmemo offen. Mhm. Lassen wir mal hören. Folgst du mich etwa? Bist du allein? Nein. Das ist sie. Warum möchte ich dich auf Single von Bullen? Ich weiß genau, wer du bist. Du hast meinen Kollegen in den Rollstuhl geschossen. Scheiße. Schön vorlaut. Was wird das jetzt? Ein Racheverzug oder was? Ha? Dafür kriegst du lebenslänglich. Es war versuchter Mord. Sieht das jetzt aus, ob ich Knast wandere? Nein, ihr hättet mich einfach nicht anhalten dürfen. Egal, gut gelabert. Komm mit. Warum hast du geschossen? Na, rate mal. Drogen? Wow, ich bin beeindruckt. Los, komm jetzt. Komm jetzt. Der wird sie umbringen. Ich muss sofort die Kollegen alarmieren, dass sie hier noch Spuren sichern. Tun Sie das. Und wir fahren ganz schnell in Ninas Wohnung. Vielleicht finden wir ja da noch ein paar Hinweise in den Akten oder irgendwas, wer dieser Typ sein kann.
Anwalt Klaus Pinkerneil und Basti eilen zu Ninas Ehemann Till. Sie hoffen, in Ninas Unterlagen eine Spur zu finden, die zum Täter führt. Sie müssen sich beeilen, denn so viel ist klar. Der flüchtige Schütze hat die 33-Jährige in seiner Gewalt. Ja, hoffentlich findet er jetzt irgendwas, was uns hier weiterbringt. Dieser einzige Ansatzpunkt. Muss doch noch irgendwas in Ihren Akten haben. Das war ja sehr dürftig, was sie da im Büro hatte. Das ist jetzt so das Einzige, was ich gefunden habe auf Ihrem Arbeitsplatz. Ach Gott, na, das ist ja mal ein ganzer Haufen. Ich würde sagen, wir teilen das mal auf zwischen uns, dass wir hier so ein bisschen das schneller durchkriegen. Das ist auf jeden Fall die Arbeitsmappe, die sie abends immer zur Arbeit mitgenommen hat, wenn sie zu Dienst gegangen ist. Ich guck mal rein. Vielleicht sind da irgendwelche Ermittlungen von ihr drin oder sowas. Kann ja sein. So, hier haben wir schon mal Phantombilder. Es muss doch irgendeine Spur da sein. Den kenne ich hier. Was? Was? Das ist Kevin Wirtz. Ganz großer Fisch im Drogenmilieu. Ganz mieser Typ. Kollegen konnten ihm nie was nachweisen. Oh nein. Hat er Nina? Glaube ich nicht. Weil gucken Sie mal, der sieht ganz anders aus als das Phantombild, was Ihre Frau von dem Täter angefertigt hat. Aber der Täter stammt ja auch aus dem Drogenmilieu. Das passt schon. Das ist der Typ, der mich angeschossen hat. Der hatte den Kofferraum voller Drogen, als sie ihn angehalten haben. Oh nein, jetzt auch noch einer aus der Drogenszene. Ich glaube, ich spinne. Ich werde hier verrückt. So eine Scheiße! Was ist das? Hier, Pinkerneil, das könnte was sein. Was denn? Umschlagsplatz. Aha. Drogenumschlagsplatz. Ja, das hat sie hier notiert. Handel mit Drogen. Großen Stil. Nina hat wahrscheinlich herausgefunden, dass da mit Drogen gedealt wird. Ich will da mal gucken, die Adresse. Gib das mal eben ein. Hier, schauen Sie mal. Das ist nur ein paar Kilometer von dem Parkplatz entfernt, wo wir Ninas Handy gefunden haben. Das stimmt. Ich würde sagen, wir fahren da einfach mal hin. Ich rufe jetzt erstmal die Kollegen an. Die sollen sich schon mal auf den Weg machen, ja? Gute Idee. Mann, mir wird ganz schlecht. Nein, Herr Kruse. Vielleicht ist Nina schon längst was passiert. Vielleicht ist sie auch schon tot. Herr Kruse, jetzt behalten Sie mal die Nerven. Wir tun wirklich alles, was in unserer Macht steht, um Ihre Frau zu finden. Ja? Also Sie müssen jetzt die Nerven bewahren. Wir fahren da jetzt hin. Wollen Sie mitkommen? Natürlich komme ich mit. Das ist doch keine Frage. Im Grunde stelle ich mir ja die genau gleichen Fragen wie Herr Kruse. Nämlich A, ob wir richtig liegen mit diesem Hinterhof und B, ob wir noch rechtzeitig kommen. Es ist viel Zeit vergangen, seit der Schütze meine Mandantin in seiner Gewalt hat. Zu viel Zeit. Streifenpolizistin Nina Kruse hat auf eigene Faust nach dem Täter gesucht, der ihren Ex-Kollegen Micha niedergeschossen hat. Jetzt befindet sie sich in Lebensgefahr, denn der flüchtige Schütze hat sie in seiner Gewalt. Anwalt Klaus Pinkerneil ist dem Drogendealer mit dem SEK auf den Fersen, während Nina Todesangst aussteht. Bitte lass mich hier raus! Bitte, ich sag auch niemandem was! Hast du gehört? Komm, Mäuschen, und halt die Klappe an die Stelle. Nein, was? Nein! Ah! Ich verfolge dich auch nicht mehr, ich verspreche es dir. Ich bitte tu mir nichts, bitte! Gute Nacht, komm. Ein SEK-Beamter wirft eine Blendgranate in die Garage. Der Täter ist machtlos. Die 33-jährige Nina hingegen ist gerettet und nur ganz knapp einem qualvollen Erstickungstod durch Abgase entkommen. Ihr Peiniger wird festgenommen. Das ist nicht gut, ich weiß. Nina ist immer noch paralysiert. Der SEK-Einsatzleiter gibt über Funk Entwarnung. Und sofort eilen Anwalt Klaus Pinkerneil, Kollege Basti Schulz und ihr besorgter Ehemann Till herbei. Ich hatte solche Angst um dich. Oh Mann, es hätte alles viel schlimmer ausgehen können. Ich habe schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Oh Mann, was hast du dir dabei nur gedacht, Mensch? Ich weiß nicht. Mann, du hättest tot sein können. Ich war so darauf fixiert, diesen Mistkerl zu kriegen, dass ich... Bis ich ihm hinterher bin und dann hat er mich entdeckt und dann war es auch schon zu spät. Na ja, war Kruse.
Jedenfalls schön, Sie zu sehen. Und vor allem, dass es Ihnen halbwegs gut geht. Das war ja nur Rettung in allerletzter Sekunde, was? Ja, ich weiß auch nicht, ich habe einen großen Fehler gemacht. Also ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, dass das mit Micha niemals passiert wäre. Ich habe nur daneben gestanden, als er angeschossen wurde und ich konnte ihm nicht helfen. Also habe ich gedacht, ich muss doch wenigstens den Verbrecher kriegen. Aber ich hab da wohl ein bisschen übertrieben. Du kannst froh sein, dass Herr Pinkeney und Basti so schnell auf die Suche nach dir gegangen sind. Ja, und das ohne Micha wäre die ganze Sache auch nicht so glimpflich ausgegangen, wie sie jetzt ausgegangen ist, Mann. Ja, aber ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Ich hätte niemals alleine losziehen dürfen. Nie. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ja, ja gut. Aber Frau Kruse, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ohne Ihren selbstlosen Einsatz würde diese tickende Zeitbombe immer noch frei rumlaufen. Ne? So, jetzt kommen Sie. Komm, steigen wir ins Auto, okay? Dass der Alleingang von Frau Kruse falsch, absolut riskant und lebensgefährlich war, darüber brauchen wir nicht zu reden. Wichtig ist aber jetzt vor allem, dass sie einen Weg findet mit den traumatischen Ereignissen, um diesen Einsatz von Herrn Pfeiler fertig zu werden oder vielleicht ganz abzuschließen. Jedenfalls insoweit, dass es nicht mehr ihren Arbeitsalltag beeinträchtigt. Das wäre auch im Interesse meiner Mandantin. Zwei Monate später ist Nina im Verfahren wegen Körperverletzung freigesprochen worden. Die fixe Idee, den Täter auf eigene Faust zu stellen, hätte sie fast das Leben gekostet. Mittlerweile hat sie sich von den Strapazen erholt und genießt wieder das Familienleben. Hier hab ich hier. Komm, lass mal tauschen. Mama kann das gar nicht, Mensch. Komm, du hältst mal weiter. Na, ich zeig dir mal, wie das geht. Hier, pass mal auf. Jetzt. Ich hab dich gleich, mein Freund. Ich hab dich gleich. Pass mal auf jetzt. Ja. Jetzt pass mal auf. Jetzt schieß ich dich ab. Jetzt hab ich dich. Ja! Juhu! Papa hat gewonnen! Papa hat gewonnen! Endlich kann ich wieder ein ganz normales Leben führen. Zu Micha habe ich zwar weiterhin engen Kontakt, aber ich habe gelernt, sein Schicksal zu akzeptieren, so wie er es auch tut. Und ich habe wieder mehr Zeit für Luca. Das ist total wichtig. Für ihn, aber auch für mich. Und das mit Till? Das läuft echt ganz super. Wir sind uns so nah wie schon lange nicht mehr. Als wären wir frisch verliebt. Das ist total schön. Nina hat ihr Ziel erreicht. Der skrupellose Täter Dominik Wagner wird wegen diversen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Freiheitsberaubung und versuchten Mordes in zwei Fällen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Wir müssen Frau Kruse so schnell es geht finden. Wenn die mit dem Typen los ist, dann ist sie in Lebensgefahr. Rein mit dir, komm. Was hast du vor? Mit Schlüffern wie dir habe ich was ganz Besonderes vor. Die wird auch die Luft ausgehen, sage ich dir. Weg!